vielleicht freiwillig tot. Ich weiß nicht, hatte ich das schon jemals, dass ich drei Ogre-Berserker gleichzeitig begegnet bin? Kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Ach, jetzt sind's Ogrinions. Ja? Aha. Ja, mein Schatz. So, das ist so wahrscheinlich vernünftiger. Wie? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und Knolle. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Hier in der radierten Stufenaufstieg. Für euch tue ich alles. Die Nacht. Gebt mir Kraft. So, das ist ein Trank der Lebenskraft. Stufenaufstieg für Nera. 4 Trefferpunkte. Erster und dritter Grad kriegt sie Zauber. Schön. Das muss ich mal kurz überlegen. Dann nehmen wir mal die gewagte Hexerei einmal. Weil ich glaube, Chaos-Schild hebt das auf. Ja. Mhm. Ja. Also hebt es nicht auf, aber es erhöht die Chance, dass es richtig läuft. Also können wir die chaotische Hexerei mit dem Chaos-Schild, also die gewagte Hexerei mit dem Chaos-Schild kombinieren. Und so ein gescheites Ergebnis hervorrufen. Hm? Hulde. Das wird kein schneller Tod. Ich fühle mich so sinnlich. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Und noch ein Hobgoblin. Ihr dort. Ich brauche etwas Geld und Heilung. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, gebt ihr mir, was ich benötige. Ihr beliebt zu scherzen, ihr seid ein Hobgoblin. Warum sollten wir euch also nicht umbringen? Ihr nehmt 25 Goldmünzen. Warum sollte ich euch helfen? Ich bin Angehöriger der Söldnerbande Kalt der Hand. Wenn ihr wollt, dass all meine Freunde euch auf die Pelle rücken, dann ärgert mich ruhig weiter. Gut, gut, hier habt ihr 25 Goldmünzen und jetzt lasst uns in Ruhe. Nur im Moment ist nur einer von euch da, daher wollen wir es wagen. Du willst uns drohen, du generiertes stinkendes Biest. Bevor wir dir dein trostloses Dasein ein Ende bereiten, solltest du uns noch ein bisschen auf den Knien anfehlen und vielleicht ein paar Informationen über die schwarzen Krallen rausrücken. Okay, sind wir mal garstig. Wartet, hey, es tut mir leid, bitte lasst mich leben. Ich erzähle euch auch, was ihr über die schwarzen, Krallen weiß. Na los. Die schwarzen Krallen sind eine Söldnergruppe und haben bei den Überfällen auf die Händlerkarawanen mitgemacht. Ich bin halt bei einem Überfall vor ein paar Tagen verloren gegangen und jemand von der flammenden Faust hat sich an meine Fersen geheftet. So, das wolltet ihr doch wissen. Wer hat gesagt, dass du gehen darfst? Jetzt treffen wir dich nicht mal. Was ist es diesmal? Wo, wie ihr wünscht. Das war jetzt gerade sehr jämmerlich. So, damit sind wir auch hier fertig. Gucken wir mal kurz auf die Weltkarte. Nee, ich denke mal, im Norden war nichts mehr. Aber gehen wir sicherheitshalber mal nach Norden. Wenn ich auf die Weltkarte schaue, Castor, Feuerweinbrücke. Gehen wir jetzt als nächstes zur Hohen Hecke. Zauber kaufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach Beregost, rasten, gucken, was wir in der Schmiede kaufen können. Was wir in der Schmiede mit der Flüssigkeit und dem Erz anfangen könnten. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Ein paar Swarte, wie niedlich. Mal ein bisschen Geld. Oh, weißt du was, da wir eh auf dem Weg nach Beregost sind, um Zeug zu verkaufen, nehmen wir auch ihre Schwerter mal mit. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, Säurepfeil, Feuerpfeil, Feuerball. Mal gucken, was wir sonst noch so auf der dritten Stufe oder so finden. Bei ihm hier. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? Die Versteigerungsflucht will keiner haben, aber die Feuerschutzrobe und den Stab des Fluches und die Verletzungspfeile können wir verkaufen. So.
Wurfpfeile, Pfeile plus 1. Also er hat sehr viele schöne Pfeile. Gucken wir mal. Ja, Klaue und Horn von Kaskorov. So, Flammenpfeil ist dritter Grad. Von dem wir 2. So. Dann hätte ich gerne nicht Schutz vor dem Bösen. Schutz vor Versteinerung bräuchten wir gerade auch nicht. Schrecken, Spiegelbild, Strahl der Schwächung, Wort der Macht, Schlaf, Furchtbannen, Unsichtbarkeit, geringere Zauberabwehr. Ich weiß nicht, was für eine Robe trägt Nera gerade. Okay, die wäre auch ziemlich teuer. So, die können wir mal verkaufen. Was hat er auf zweiter Stufe? Schrecken, Glück? Auf seine Diebesfähigkeit zu defizient der Würfel sein, für alle Schadenswürfe, die nicht dem Basisschaden einer Waffe entstammen, um 1 reduziert. Zum Beispiel richtet ein Feuerball statt 6W8 nur 6W5 Schadenspunkte an und ein Flammenschwert. Schaden, die gegen ihn gerichtet sind oder die er anrichtet? Das ist das, was ich nicht ganz kapiere. Schlaf wäre eigentlich auch nicht schlecht. Nehmen wir mal Wort der Macht Schlaf. Das klingt nämlich nicht schlecht. Spuk ist ein erster Grad. Damit mache ich den Gegnern nur Angst. Okay. Ja, einmal Furchtbann kaufen wir auch für sie. Kann nicht schaden, das zu haben. Personen festhalten ist dritter Grad. Schädelfalle ist auch dritter. Schutz vor Feuer, Kälte, geringe Zauber wäre es auch dritter Grad. Das sehen wir eigentlich am Preis. Das hier sind die zweite Grad, das ist dritter Grad. Stärke. Grundstärke von 18, während seine Zusatzstärke um 50% erhöht wird. Der Maximalwert beträgt somit 18.00. Eine Phase pro Stufe. Stärke wäre auch nicht schlecht zu haben. Kaufen wir halt auch einmal Stärke. Schrecken brauchen wir nicht unbedingt. Schockgriff, das ist alles erste Stufe. Das sind Schutzformeln, Tränke. Und magische Kugeln, Bolzen und so weiter. Wie kann ich helfen? So, jetzt geht's ans Zauberlernen. Stärke lerne ich mal. Gut, furchtbaren Lernen hat geklappt. Das hat nicht geklappt. Laden wir. So, das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Stärke lernen hat nicht geklappt. Okay. Das hat geklappt. Hat nicht geklappt. Hat geklappt, so. Gut. Zauberbuch. Das hier sieht in Ordnung aus. Hier könnten wir Stärke brauchen.
Flammenpfeil kannst du noch nicht. Einmal Flammenpfeil, einmal Magiebannen. Furchtbannen und Schlaf. So.